Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal oder falls du zum ersten Mal hier bist. Hi, mein Name ist Ginkman und ich liebe, liebe, liebe Naturkosmetik. Und heute geht es um die Fairy Box Dezember Edition. Also lehn dich zurück, genieß die Show und let's go! Bevor wir mit dem Video loslegen, dieses Video ist nicht gesponsert von Fairy Box. Ich habe lediglich die Box zugeschickt bekommen, kostenlos. Und für all diejenigen, die Fairy Box nicht kennen, Fairy Box ist ein Abonnementsystem. Ich kann euch hier mal kurz was vorlesen. Unsere Boxen. Wir lieben Naturkosmetik. Endlich können wir uns mit bestem Wissen und Gewissen eincremen, duschen und schminken. Ob Shampoo oder Duschgel, Make-up oder Lidschatten, Nagellack oder Lippenstift, alle Produkte unserer Fairy Box werden auf Naturbasis und ohne Tierversuche hergestellt. Entdecke die einzigartige Welt unserer Produkte und genieße das außergewöhnliche Verwöhnprogramm. Wir legen viel Wert auf Liebe zum Detail. Konfektioniert wird unsere Box mit Freude in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen bei uns um die Ecke. Vom Design der Fairy Box bis hin zur sorgfältigen Auswahl der Produkte machen wir deine Fairy Box Monat für Monat zu einem unvergesslichen Erlebnis. Viel Spaß wünscht dir dein Fairy Box Team. Ihr könnt also zum Beispiel das monatliche flexible Abo buchen für 19,90 €. Da bekommt ihr dann 4 bis 6 bezaubernde Naturkosmetikprodukte zugeschickt. Ihr könnt das monatlich aber auch kündigen. Also ihr habt da keine 3 Monats Kündigungsfrist oder ähnliches. Also ihr könnt das wirklich monatlich kündigen. Dann gibt es noch die Einmalbox. Da weiß ich jetzt den Preis nicht genau, aber die ist aktuell auch ausverkauft. Also bringt das nicht viel. Und dann gibt es eben noch die Geschenkbox. Das heißt, du kannst für 24,90 € ja eine Fairy Box jemandem schenken und diese wird dann eben an diese Person geliefert. Ich habe jetzt lang genug um den heißen Brei geredet. Ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Und übrigens, Leute, gönnt euch mal die Aussicht. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse Winter. Ich finde zwar, es schaut schön aus, aber jetzt vor allem, wo ich auch ein Auto habe, ich hasse es, Eis zu kratzen, ich hasse die Glätte, ich hasse die Kälte, ich bin eh schon wieder verschnupft und erkältet, aber mal abgesehen davon, ich bin ja ein Sonnenzeichen Krebs, also ich bin ja im Juli geboren und ich bin einfach ein Sommerkind, ich bin einfach ein absolutes Sommerkind und ich kann es echt nicht mehr abwarten, dass der Winter vorbei ist, auch wenn er gerade erst losgegangen ist. Oh nee, also wirklich, Winter ist echt gar nicht meine Saison. Ich merke auch, wie meine Stimmung richtig im Erdkern ist, weil ja, irgendwie alles ist so grau und deprimierend. Also ich meine, okay, jetzt gerade schaut es echt schön aus, aber wenn ihr dann so einen Schneesturm ins Gesicht gepeitscht bekommt, dann das macht einfach keinen Spaß. Naja, ich habe hier übrigens noch so eine kleine süße Karte erhalten. Ich lese euch die mal kurz vor. Wir danken dir. Das Jahr neigt sich dem Ende. Die Wintersonnenwende läutet endgültig den Winter ein und ist zugleich der kürzeste Tag des Jahres. Zeit, um das Jahr Revue passieren zu lassen. Zeit, um sich vielleicht dabei ein Fußbad zu gönnen oder eine Schokolade mit Weihnachtsmarkt-Flair zu genießen. Mein Goodie diesen Monat ist, wenn ihr bei knusprigen, karamellisierten Mandelstückchen mit dezenten Noten von Lebkuchengewürz und Zimt das Wasser im Mund zusammenläuft, dann ist diese Schokolade genau das Richtige für dich, und zwar die zartbitter gebrannte Mandel von Vivani. Diese ist bio und vegan und hat einen Verkaufswert von 2,35 €. In diesem Sinne wünscht dir dein Fairybox-Team einen entspannten und genussvollen Dezember. Wir danken dir für ein schönes Fairybox-Jahr und haben für dich schon spannende Startups, die dir ihre Highlights zeigen möchten, in petto. Und auch wundervolle etablierte Marken haben sich Neues einfallen lassen. Sei also gespannt auf das Jahr 2024. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch schon sehr gespannt, weil ich musste gerade eben die Inserts filmen, weil ich habe es lieber jetzt schon gemacht, bevor ich die ganzen Packungen aufreiße, und meistens vergesse ich dann auch die Inserts nach dem Video. Und da habe ich mir natürlich so ein bisschen die Spannung vorweggenommen, aber ich war echt überrascht, was für coole Produkte teilweise drin sind. Also ich muss echt sagen, die Fairy Box hat es wirklich in sich, was Überraschungen angeht. Dann fangen wir doch mal an mit der Vivani gebrannte Mandel Zartbitterschokolade. Und Leute, hier muss ich euch was sagen. Diese, ja, wird hergestellt in Herford. Das ist tatsächlich die letzte Stadt, in der ich gewohnt habe, vor meinem Umzug hierher. Und ja, das könnte mir gerade glatt die Tränen in die Augen bringen, oder wie auch immer man das sagt. Weil, ja, ich persönlich habe Herford sehr geliebt. Ich habe es an sich sehr geliebt, dort zu wohnen, aber leider wollte das Schicksal einfach nicht, dass ich dort glücklich werde, wenn das, also das klingt hart, aber das war halt irgendwie schon so. Ich habe echt mein Bestes gegeben, ich habe sehr viel versucht, dort irgendwie Freunde und Anschluss und
mein Glück zu finden, aber es hat leider nicht funktioniert und deswegen hat Herford für mich irgendwie immer so einen bitteren Beigeschmack oder einen zartbitteren. Nee, aber ja, irgendwie ist es halt aber auch schön, trotzdem noch irgendwie so eine Connection zu Herford zu haben. Ach, ich weiß auch nicht. Ich labere hier schon wieder irgendwie irgendeinen Kram, aber ja, also irgendwie, ich trauere schon sehr oft Herford hinterher, dass ich dort einfach nicht irgendwie mein Glück gefunden habe. Aber es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Dafür habe ich jetzt diese Aussicht. Dafür habe ich jetzt eine schönere Wohnung. Dafür, ja, keine Ahnung. Werde ich hier hoffentlich mein Glück finden. Dann machen wir weiter mit einem Hammerprodukt. Also, oh mein Gott. Und zwar geht es um Boho Green Make-up, um die Mascara Mystic Volume. Und mal abgesehen davon, wie schön die Verpackung ist. Also wirklich, oh mein Gott. Die Mascara ist im Übrigen auch vegan und die kooperiert auch mit dieser 1% for the Planet Organisation. Die tragen auf jeden Fall dieses 1% Label. Und ich glaube, das ist eh eine französische Marke, oder? Ja, Made in France, genau. Diese 1% sind ja generell bei so französischen Marken sehr vertreten in dieser Bio-Branche. Und ja, dann trägt es noch das Cosmos Organic Zertifikat. Die Mascara enthält 8 ml, hat einen Verkaufspreis von 14,59. Für Wimpern mit wunderschönem Schwung sorgt der tiefschwarze Mascara aus Frankreich. Der tiefschwarze Mascara, Leute. Der Mascara oder die Mascara? Also ich bin Team die Mascara, kommentiert das unbedingt mal unten in den Kommentaren. Die sanduhrförmige Bürste erwischt alle Härchen und sorgt für ein modellierendes Resultat. Die Wimpern erscheinen verlängert und dichter. Die vegane Formulierung ist intensiv pigmentiert und pflegt mit ausgesuchten Bio-Inhaltsstoffen wie Traubenwasser, Rizinusöl und Canaubawachs. Also Leute, allein mit dieser Mascara habt ihr schon fast den gesamten Wert der Fairybox raus. Also wenn man rund 20 € monatlich zahlt, und diese Mascara allein schon fast 15 € kostet. Ja, insgesamt hat die Fairybox diesen Monat übrigens einen Gesamtwert von 55,32. Also so habt ihr eben die Garantie, dass ihr immer quasi einen Gewinn macht. Also dass ihr nie irgendwie im Minus oder im gleichen Gegenwert liegt. Dann haben wir hier etwas, von dem ich selber ehrlich gesagt nicht weiß, was es ist. Und zwar ein Wintermärchen-Aroma-Badekissen. Für die heimeligen Momente des Winters mit inspirierenden Winterdüften, Vitamin E und zartpflegendem Mandelöl. Auch dieses Produkt ist vegan und ich lese euch mal vor, was hier drin steht. Originalgröße 60 Gramm. Baden wie in reiner Natur. Verwöhne dich mit einem Wannenbad oder einem erholsamen Fußbad und lass das warme Wasser mit dem herrlich duftenden Aromen des Stress ab. Hä? Und lass das warme Wasser mit den herrlichen duftenden Aromen des den Stress abspielen. Was ist heute los mit mir? Aromen des Stress. Das Geheimnis liegt im hautfreundlichen Vlies, in dem die naturbelassenen und getrockneten Teeblüten und Pflanzenschnitte fest verschlossen sind. Hochwertiges Mandelöl pflegt die strapazierte Haut. Die Nase schnuppert Sternanis, Muskatnuss, Piment, Piment, Piment. Nelke und Kardamom. Kuscheliger geht's nicht. Das Aromabadekissen in 35 bis 38 Grad warmes Wasser legen. Tipp: Gib deinem Körper bzw. deinen Füßen mit dem Vlies noch eine kleine Massage und du wirst erstaunt sein, welches Duftaroma sich durch den Druck noch einmal entfaltet. Ach so. Okay. Also ist es quasi so ein Teebeutel für die Badewanne. Okay, Leute. Sag ich das jetzt schon? Ja, komm, ich mach das jetzt schon auf. Ich glaube, ich bade dann heute. Ah, ich krieg's nicht auf. Ah, jetzt haben wir's. Oha. Oha. Oh mein Gott. Das riecht wie so eine Orangen-Zimt-Schokolade. Oh mein Gott, das riecht so lecker. Wow, okay, das ist heftig. Das riecht einfach nach Orangenschale, Zimt, vielleicht irgendwie auch Äpfeln. Ach, das riecht einfach wirklich gut. Also, oh mein Gott, ich wünschte gerade, es gäbe Videos mit Duft, weil, also Leute, ich wünschte, ihr könntet das gerade riechen. Wow. Ich dachte erst, als ich Aromabadekissen gelesen habe, dass das vielleicht so ein Nackenkissen ist für die Badewanne mit irgendwie einem Duft oder so, aber das ist ja tausendmal cooler. Oh mein Gott, mega geil. Also, das muss ich halt an der Fairybox auch erwähnen.
Da sind halt teilweise Produkte drin, auf die man selber niemals kommen würde, also die man selbst so nie bestellen würde. Und das ist halt echt cool. Man hat da immer wieder so, ja, so Überraschungsprodukte drin, sage ich mal. Und schaut mal, das kostet tatsächlich sogar nur 2,99 €. Wahnsinn. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte schon gedacht, dass das so 10 € kostet. So, wir machen weiter mit einem nicht-veganen Produkt. Das ist das erste Mal, dass ich ein nicht-veganes Produkt auf meinem Kanal vorstelle. Ich hoffe, ich werde jetzt dafür nicht gecancelt. Ihr wisst, ich zeige sonst nie nicht-vegane Produkte auf meinem Kanal. Aber das ist jetzt einfach drin. Deswegen zeige ich es euch. Das ist jetzt aber keine Kaufempfehlung von mir. Wir haken das einfach ganz schnell ab. Und zwar Burt's Bees, Lippenbalsam, Granatapfel. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Außer vielleicht ein kleiner Kritikpunkt an die Fairybox selbst. Vielleicht, wenn möglich, könnte man ja eine vegane Fairybox rausbringen. Also, oder vielleicht könnte man in Zukunft die nicht-veganen Produkte komplett weglassen. Ich weiß natürlich nicht, wie easy das umzusetzen ist. Wahrscheinlich gar nicht easy, weil man einfach schon viel zu tief drin steckt. Aber ich glaube, nicht nur ich, sondern auch viele weitere Menschen würden sich sehr darüber freuen, wenn die Fairybox eben wirklich auch vegan wäre und nicht bloß tierversuchsfrei, wobei das ja natürlich auch schon ein Riesenmeilenstein ist. Dann machen wir weiter mit einem außergewöhnlichen Produkt und zwar einem Serum de Nuit, einem festen Nachtserum. Hier sind 28 Gramm drin. Das Produkt ist glücklicherweise auch vegan. Dieses feste Bio-Gesichtsserum für die Nacht kommt direkt aus Frankreich zu dir. Verwöhne deine Haut mit pflegender, zartschmelzender Kakaobutter. Das enthaltene Jojobaöl ist bekannt für seine ausgleichende und reparierende Wirkung und regenerierendes Wildrosenholzöl ist dazu reich an Antioxidantien. Das feste Serum langsam über das Gesicht streifen, wenn nötig. Vorher sanft drauf pusten, um es ein wenig zu erwärmen. Anschließend das Produkt mit den Fingern wie eine normale Creme in die Haut einmassieren. Genieße ein strahlendes Gesicht am Morgen. Ich persönlich würde nicht drauf pusten, weil dann kommen wieder Bakterien auf das Produkt und diese würdet ihr euch dann ins Gesicht pusten oder einmassieren. Aber ja, also ich denke jetzt nicht, dass irgendwer von uns ein so dermaßen kaltes Gesicht hat, dass es nicht schmilzt, wenn man es direkt ans Gesicht hält. Ja, ich werde das aber auf jeden Fall an einen von euch verschenken, so wie den Burt's Bees Lippenbalsam, weil Hand aufs Herz, ich bekomme glücklicherweise ja auch noch von anderen Firmen Produkte zugeschickt und ich habe einen so dermaßen großen Überfluss an Produkten hier und da, gerade was so Serien angeht. Deswegen, ja, erfreut es mich eher, euch was zu schenken, wie dass ich es selbst irgendwann in 2 Jahren benutze. Und zu allerletzt haben wir hier ein kleines Döschen, die Pure Soul Deo Creme Pink Grapefruit. Das ist die Reisegröße. Hier sind 15 Milliliter drin. Auch dieses Produkt ist vegan, fruchtig und weihnachtlich. Der absolute Gute-Laune-Duft für den Morgen bringt dich sicher durch den manchmal etwas hektischen Dezember. Tipp: einfach eine Fingerspitze des cremigen Deos unter den Achselhöhlen verteilen und erfrischt in den Tag starten. Für Allergiker geeignet und ohne Aluminium. Also, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn dem so ist, dann hinterlass auf jeden Fall einen Daumen nach oben und kommentiere, ja, ob es jetzt die oder der Mascara ist und ob du Lust auf ein weiteres Fairybox-Unboxing-Video hättest. Dann, ja, werde ich auf jeden Fall mit Fairybox schreiben und das irgendwie organisieren. Ansonsten, wie gesagt, ich hoffe sehr, dass es euch jetzt nicht zu sehr getriggert hat, dass ich ein nicht veganes Produkt gezeigt habe. Das war jetzt wirklich ein Ausnahmezustand und ja, ihr müsst mir da einfach eure ehrliche Meinung sagen. Bleibt aber bitte nett, bricht mir nicht mein bereits gebrochenes Herz. Und ansonsten verlinke ich euch natürlich den Link zur Fairybox einmal in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Auch alle einzelnen Produkte werde ich euch verlinken, falls euch da jetzt etwas ganz spezifisch angefixt hat. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du dieses Video schaust. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und ja, das war einfach mal was anderes auf meinem Kanal. Sonst gibt es ja eigentlich nur Make-up oder Skincare oder Aufgebraucht-Videos. Und ja, so ein Unboxing war jetzt mein Debüt. Und ich hoffe, dass auch viele weitere folgen. Ja, also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!